Wisst ihr, warum Triathleten bessere Interviewpartner sind als Radsportler? Weil man gleich drei Disziplinen Zeit hat, um interessante Details zu Training, Regeneration und diversen anderen Themen zu erfahren. Laura Philipp, eine der besten Triathletinnen der Dachregion, ist an unserem gemeinsamen Trainingstag zwar nur gelaufen und geradelt, hatte dadurch aber mehr Luft zum Atmen und damit mehr Zeit für spannende Antworten. Gut 6 Monate ist es her, seit ich auf diesem Kanal zum ersten Mal das Wort Triathlon in den Mund genommen habe. Seitdem ist einiges passiert, aber jetzt ist es final endlich soweit. Zum Aufnahmezeitpunkt in genau 4 Tagen werde ich meine erste Mitteldistanz in Köln in Angriff nehmen. Auf meiner Reise in den Triathlonsport bin ich einige Kilometer Rad gefahren, ein bisschen gelaufen. Naja, und ich war ganze 5-mal schwimmen. Und dabei ist mir aufgefallen, im Triathlon ist es gar nicht mal so einfach, gleich 3 Disziplinen miteinander zu vereinbaren und dazwischen auch noch genügend Zeit für die Regeneration zu haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig hinbekommen habe ich es bis zum Ende nicht und meine Trainingseinheiten häufig irgendwie unprofessionell reingequetscht. Am Ende wird es hoffentlich trotzdem klappen mit dem Triathlon. Dennoch glaube ich, dass das Thema Regeneration vor allem im Triathlonsport ein eigenes Video wert ist. Und für dieses Video werde ich mich heute mit Laura Philipp treffen. Laura Philipp ist eine echte Expertin in Sachen Regeneration und das vor allem in Kombination mit ihrem Partner Whoop, die auch mir so ein Fitnessarmband hier zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, Laura wird mir heute einige Tipps und Tricks zum Thema Regeneration verraten können. Servus Laura, hi. Servus Richie, hey. Auf welcher Bahn befinden wir uns hier? Was machen wir heute zusammen? Ja, wir sind heute in meiner Hut, hier in Neckargemünd bei Heidelberg, im schönen Odenwald. Wir trainieren heute ein bisschen. Mhm. Ist für mich jetzt so der erste Tag mit Intensität nach einem Wettkampf. Das heißt, die letzten Tage waren eher ein bisschen ruhig und ja, ich bin gespannt, wie mein Körper reagiert. Meistens merkt man es dann erst halt wieder, wenn die Intensität zurückkommt, ob man schon wirklich erholt ist oder eben noch nicht. Wir starten den Tag mit einem Lauf, 1:15. Der ist eigentlich ein Dauerlauf, lockerer Dauerlauf. Und ja, meine zweite Einheit heute wird dann Intervalle auf dem Rad. Haben wir uns eigentlich den perfekten Tag ausgesucht. Du bist noch so ein bisschen angegraut. Wir kommen perfekt vorbereitet an. Dann würde ich sagen, laufen wir einfach los. Ja, ich muss sagen, ich finde es nicht den perfekten Tag. Warum? Weil ich dich natürlich schon beobachtet habe. Und ich bin ein bisschen sauer, dass ich heute kein Schwimmen auf dem Trainingsplan habe. Das Freibad ist gleich nebenan. Ich kann eigentlich nur schlecht aussehen neben dir, vor allem mit diesen angenockten Beinen. Aber gut. Ja gut, dann schwimmen heben wir uns das nächste Mal auf. Komm, wir laufen los. So, die ersten 3 Kilometer sind wir munter den Neckar rauf gejoggt. Laura, ich habe jetzt genau wie du seit ungefähr, ich glaube so 3 Monaten, das Whoop-Bändchen um den Arm. Und heute Morgen zum Beispiel bin ich top erholt aufgestanden. Ich glaube irgendwie so bei 94% Erholung. Schlaf war ein bisschen kurz, aber auch okay. Ich muss jetzt aber bei mir sagen, wenn da heute Morgen 50% Erholung gestanden hätten, wären wir natürlich trotzdem laufen gegangen. Weil ich wüsste halt nicht, wann ich sonst laufen gehen sollte. Wie ist das bei dir als Profisportlerin? Würdest du deswegen Trainingseinheiten anpassen oder ist das für dich nur eine Ergänzung zum Körpergefühl? Also ich bin heute Morgen, glaube ich, mit, ich müsste nachschauen, aber 50% Recovery aufgewacht. Oh, der Triathlon hat also noch nachgefunden. Genau. Ich war ja gerade bei der 73-WM und ja, das Rennen, das steckt natürlich noch drin. Das heißt, ich höre gut in meinen Körper rein und gleiche das einfach mit meinem Gefühl ab. Mhm. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Aber ja, also ich benutze das Whoop ja schon länger und ja, für mich ist es ein treuer Begleiter geworden, der mir schon hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Okay, ja, gerade im Hinblick auf Schlaf habe ich auch bei dir auf dem YouTube-Kanal gesehen. Da wird ja bei dir sehr viel optimiert. Bei mir ist das so ein bisschen, muss ich sagen, der Bereich, wo ich am wenigsten drauf gucke, weil mich das unter Druck setzt. Also weil ich halt denke, okay, wenn ich jetzt jede Nacht quasi ein direktes Feedback bekomme, wie habe ich geschlafen, dann liege ich da jeden Abend und denke mir so, ich muss jetzt einschlafen. Ist das was, was du einfach kannst, weil du eine gute Schläferin bist oder hast du dir das beigebracht? Nee, für mich ist tatsächlich Schlaf ein super wichtiger Punkt. Weil ich ohne nicht funktioniere, also da rächen sich direkt ein paar Stunden Schlafdefizit ja.
Aber ich bin super sensibel. Also ich habe mir angeeignet, mit Schlafbrille und Oropax überall unterwegs zu sein, um jegliche kleinen Störfaktoren zu minimieren. Und weiß einfach, dass ich ein sehr empfindliches und häufig auch überreiztes Nervensystem habe. Okay. Und muss mich da ganz stark darauf fokussieren, Methoden und Sachen zu finden, die mich runterholen und einfach auch den Parasympathikus, also den Ast vom Nervensystem, zu pushen, der eben für Erholung und Regeneration zuständig ist. Ich glaube, entscheidend sind wirklich auch schon die Stunden, bevor man ins Bett geht. Okay. Das heißt, zum Beispiel Screen Time, ja. Handy, Laptop und so weiter. Ja, aber da gibt es ja die Blaulichtfilterbrillen. Ja. Und das ist echt eine Sache, das kann man ja ganz geil auch im Logbuch von Whoop tracken, dass man quasi immer anklickt, wenn man die auf hatte, und dann schaut, ob das über einen dauernden Effekt auf die Schlafqualität hat. Ja. Und das ist zum Beispiel was echt einen krassen Effekt hat. Also einfach, dass ich auch schneller einschlafen kann und eigentlich auch besser schlaf. Okay. Ja, vom Thema Schlafen und Erholung vielleicht mal ganz kurz zu meinem großen Stressthema aktuell. In 4 Tagen laufe ich den langersehnten Triathlon auf diesem Kanal. Und für die Zuschauer wahrscheinlich nicht so spannend, ist mir jetzt aber gerade mal egal. Ich ziehe jetzt hier einfach meinen eigenen Nutzen daraus, dass ich mit dir laufen darf. Was sind denn so Fehler beim ersten Triathlon, die man machen darf, und welche sollte man eher vermeiden? Also, ich weiß noch, in meinem ersten Mitteldistanz-Triathlon habe ich komplett unterschätzt, wie viel Energie ich brauche. Okay. Das heißt, ich bin so bei Kilometer 40, 50 auf dem Rad einfach leer gewesen. Aha. Und hatte halt irgendwie nur so 2 Gels dabei. Also da würde ich sagen, pack dir lieber mehr ein. Wird gemacht. Und schau, dass du da gut versorgt bist, vor allem auf dem Rad. Weil dann steigst du im Idealfall mit relativ vollen Speichern vom Rad und wirst dann halt einfach gut laufen können. Ja. Und das kannst du ja. Von daher glaube ich, da könntest du auf jeden Fall den Fehler schon mal vermeiden. Ich hoffe, du hast ein bisschen auch Energieaufnahme trainiert im Training. Ja, ja. Weil sonst sagt halt manchmal das Magen-Darm-Trakt dann. Ich habe letztens mit Tobi 25 Kugeln Eis in einer Trainingsfahrt gegessen. Meinst du, das ist gutes Training? Alles stabil, ja. Oder? Warst du danach noch laufen? Das jetzt nicht. Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Hast du recht. Ja. Pacing-mäßig, beim Schwimmen, hast du gerade eben mich schon gedemütigt mit meinen eher halb guten Schwimmfähigkeiten. Die haben es jetzt auch nicht so sonderlich verbessert. Ich werde irgendwie ankommen. Wie pace man denn danach so? Also, ja, Frage noch, ist das ein Massenstart oder? Das ist ein Massenstart. Ich habe gehört, da braucht man Ellenbogen. Genau. Das ist häufig eher ungewohnt, wenn. Das kennst du halt vom Beckenschwimmen nicht. Nee. Aber ich glaube, das ist gut für dich, weil dann hast du gleich viele Leute um dich rum und kannst dich da hoffentlich an ein paar schnellere Füße hängen, die dich dann ziehen. Ja. Da sehe ich mich auch. Lauras Füße sind übrigens auch ziemlich schnell. Immerhin paced sie ihren Recovery-Lauf mit 4 Minuten 16 auf den Kilometer. Von so einer Einheit muss man sich natürlich erstmal erholen, und bei der anschließenden Physiotherapieeinheit haben wir die Kamera ausgelassen und Laura erst zur Vorbereitung der gemeinsamen Radfahrt auf der Terrasse wieder getroffen. Frisch erholt. Ah. Ja, ich habe ein nettes Päuschen gemacht. Hast du Mittagsschlaf gemacht? Tatsächlich nicht, aber ich habe mich in meine Lymphboots gelegt. Das ist eigentlich so mein Mittagsritual. Schlafen kann ich irgendwie nachmittags nicht. Für mich ist wichtiger, tatsächlich früh ins Bett zu gehen und dann am Stück eine gute Zeit zu schlafen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Mittagsschlaf gemacht. Kann ich jetzt hier einfach auch mal so, ich kann das einfach nicht. Da ist mein Körper zu hibbelig für. Ja. Also was nicht. Ich gut kann, ist tatsächlich, manchmal gehe ich, also wenn ich so das Gefühl habe, ich werde krank oder so, dann gehe ich manchmal einfach um 5 oder so ins Bett und dann schlafe ich aber durch. Und dann liege ich halt
weiß nicht, 13 Stunden im Bett oder so. Und das ist dann so ein richtiger Boost. Ja, ja. Aber so dieses wieder aufwachen und in den Schwung kommen, das geht irgendwie auch nicht. Aber diese 30 Minuten in den Boots, die sind ganz gut, weil die sind wie so eine Art Zwangspause für mich. Einfach, dass ich mal da liege und ein bisschen abschalte. Und das tut mir auf jeden Fall ganz gut. Ja. Wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen durchgeguckt auch hier. Relativ interessant, hast du angesprochen, sind diese Schlafdaten der vergangenen Woche, wo man angezeigt bekommt, okay, was hatte man denn für einen Schlafbedarf und wie viel hat man geschlafen? Ich habe gerade schon gesagt, also ich bin da katastrophal. Während du noch einigermaßen im Zickzack-Bereich bist, also manchmal schaffst du es, so viel zu schlafen, wie du eigentlich schlafen sollst. Nur vom Rennen sehe ich da irgendwie 5 Stunden 39, da war nicht so viel mit Schlafen. Ja, das ist ganz spannend und das ist tatsächlich eine, würde ich sagen, der größten Learnings, die ich halt auch mit dem Whoop hatte, dass ich gemerkt habe, dass ich halt einen viel höheren Schlafbedarf habe, als ich eigentlich dachte. Und dass ich viel mehr Zeit im Bett verbringen muss, um auf eine gewisse Dauer an Schlaf zu kommen. Man liegt halt immer noch mal so eine Stunde wach. Genau, es ist eigentlich ungefähr so eine Stunde. Also ich sag mal, wenn man 8 Stunden schlafen möchte, muss man 9 Stunden safe eigentlich im Bett liegen. Und jetzt die letzte Woche oder auch die letzten Tage mit Reisen und so weiter waren jetzt für mich tatsächlich, das ist für mich das Herausforderndste. Also auch gerade so mein Nervensystem, das ist da einfach super sensibel. Also allein schon neues Bett, Fliegen, viele Menschen treffen und so, das sind lauter so Sachen, die mich einfach aufregen. Und dann fällt es mir einfach noch schwerer halt einzuschlafen, gut zu schlafen, lang zu schlafen. Und natürlich auch die Nervosität vor einem Rennen, hast gerade schon gesagt. Also in der Nacht vor dem Rennen, da habe ich eigentlich so gut wie gefühlt keinen Schlaf, keinen guten Schlaf. Aber ich bin daran auch schon gewöhnt und ich habe ein Stück weit auch das Gefühl, dass das tatsächlich mittlerweile für meinen Körper wie so dazugehört, um in diesen Race-Mode zu kommen. Ich habe das auch das Gefühl. Ja. Also, das ist, also am Anfang macht man sich da noch verrückt, aber irgendwie eine Nacht geht immer ohne. Ich habe das auch schon mit Sportpsychologen besprochen, beispielsweise, weil ich mich halt am Anfang richtig verrückt gemacht habe, weil ich halt immer gedacht habe, okay, ey, jetzt, das kann das ja nichts werden dann. Und wie gut könnte ich vielleicht performen, wenn ich jetzt richtig gut schlafen würde. Und der hat dann einfach auch irgendwann mal gesagt, ja, aber wie ist es denn im Rennen? Hast du das Gefühl, nicht performen zu können? Und ich habe gesagt, nee, eigentlich kann ich performen. Und er hat gesagt, okay, das ist halt vielleicht dein, was dein Körper durchmachen muss, um in diesen extremen Zustand zu bekommen, performen zu können. Von daher mache ich mich auch nicht mehr so verrückt, aber die Nacht danach war dann auf jeden Fall richtig gut. Da ist die Anspannung abgefallen und ja, mein Körper hat sich, glaube ich, ein bisschen was zurückgeholt und dann nochmal hier bis nach Hause reisen und so weiter. Und dann ist halt einfach geil, im eigenen Bett zu liegen. Da kann man nochmal wieder durchatmen. Da kann man dann nochmal durchatmen, genau. Neben Schlaf, du hast gerade schon die Lymphboots angesprochen. Was machst du sonst noch so an Regenerationstools? Die ganze Palette oder? Also eine wichtige Sache ist sicher auch Behandlung, also Physiotherapie, Massage, sowas. Kann ich natürlich auch ein Stück weit selber machen, mit irgendwelchen Bällen oder Massagegeräten und so. Also, dass ich einfach so ein bisschen wie so Körperpflege betreibe oder auch sowas wie, weiß ich nicht, Mobility-Yoga. Ja. Gerade wenn man das jetzt hier draußen auf der Terrasse irgendwie so eine kleine Einheit macht und so morgens oder so. Das sind so Sachen, die helfen mir einfach auch so runterzukommen oder wo ich das Gefühl habe, ich gebe meinem Körper was zurück. Dann würde ich sagen, also Schlaf, was wir gerade gesagt haben, ist definitiv für mich das wichtigste Regenerationstool und dann einfach auch Ernährung, also Nährstoffe und vor allem Flüssigkeit auch. Also Elektrolyte. Ist was, was man schnell vergisst, vor allem an den Reisetagen. Und dann kommst du da ausgedörrt wie so eine Backpflaume vor Ort an. Ja. Die ganzen Sachen, die kann man ja bei Whoop auch in dieses Logbuch eintragen. Kann man easy zusammenfassen als so eine Art persönliches Tagebuch. Da kannst du wirklich alles eintragen von, ob du dein Bett geteilt hast, ob du mit Ohrstöpseln geschlafen hast. Ob du den Hund im Schlafzimmer hast. Genau, und so weiter und so fort. also da kann man ja auch diese, zum Beispiel Ernährung, kann man auch diverse Parameter eintragen. Ich nehme an, du hast dich da auch schon mal ordentlich durchprobiert. Was sind so die Sachen, die sich bei dir am besten auf die Erholung auswirken? Ja, ist echt super spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel für eine längere Zeit auch meinen Zyklus damit getrackt und halt auch gesehen, wie sich welche Zyklusphase, wie sich das unter Umständen auf meine Erholung, HRV und so weiter auswirkt. Das war super spannend. Einer der größten Störfaktoren für Schlaf sind tatsächlich Haustiere im Schlafzimmer und der Nino, der schläft halt im Schlafzimmer und der steht manchmal nachts auf und dann höre ich so klack, klack, klack und dann wumm, schmeißt er sich irgendwo hin. Und das war echt so mit ein Grund, warum ich angefangen habe, eben auch mehr Ohrstöpsel reinzumachen. Weil ich einfach gemerkt habe, dass so kleine Geräusche einfach schon dazu führen, dass ich, wenn ich gerade nicht im Tiefschlaf bin oder so, halt direkt wieder aufwach. Zu diesem Logbuchthema, du hast es gerade schon angesprochen, du trägst da deinen Zyklus ein. Ist auch so ein bisschen dein, ich nenne es mal Paradethema. Es gab schon mehrere Dokumentationen darüber. Du bist so einer der ersten Frauen-Sportlerinnen, die damit so an die Öffentlichkeit gegangen sind. Training mit
und nicht gegen den Zyklus. Du hast es wahrscheinlich schon 500 Mal zusammengefasst. Magst du es für uns nochmal machen? Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, ich habe lange einfach wie ein kleiner Mann trainiert. Das heißt, auch der Philipp, mein Mann, der mich ja auch trainiert, der auch Trainer ist, hat quasi in seinem Studium der Sportwissenschaften und so weiter halt auch nie gelernt, dass es irgendwie Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, was jetzt Training zum Beispiel angeht. Oder ich habe auch Sportwissenschaften studiert und ich wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Ich habe davon auch nie irgendwas gehört. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, also im Endeffekt war es so, dass ich beobachtet habe, dass ich immer wiederkehrend einfach Tage hatte, wo nichts ging. Mhm. Und ich weiß halt, dass er begleitet mich natürlich auch häufig im Training. Wir hatten eben auch so ein paar grenzwertige Situationen für uns als Coach, Athlet und so, weil ich einfach gedacht habe, so, hey, wieso kann ich jetzt die Pace nicht laufen oder warum fühlt sich das so scheiße an? Und dass ich angefangen habe, halt auch Dinge in Frage zu stellen oder ihn gefragt habe, hey, wieso geht jetzt einfach nichts mehr? Und wir haben einfach keine Erklärung dafür gefunden, erstmal so, weil ich war gesund und die Trainingsbelastung war okay und so weiter. Aber es war halt immer so, als ob mich irgendjemand mit dem Gummi zurückhält und es einfach sich so unendlich zäh angefühlt hat. Und irgendwann hat es bei mir mal so Klick gemacht, dass ich gesehen habe, okay, irgendwie ist das so alle 4 Wochen ungefähr und nach ein paar Tagen ist es eigentlich auch wieder okay und es läuft wieder und krass, irgendwie hat es was mit meinem Zyklus zu tun. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, irgendwie alles an Informationen zu finden, was ich online finden konnte, habe mir irgendwelche Bücher bestellt und es gab wirklich vor ein paar Jahren einfach noch so gut wie nichts. Ja, es gibt immer noch wenig, muss man sagen. Ja, es gibt immer noch weniger, aber es ist schon viel im Vergleich zu da. Und ja, ich habe dann eben ein paar Sachen gefunden, wo auch wirklich das so einfach erklärt war, was halt physiologisch passiert im Körper einer Frau über den Zyklus. Also man muss dazu sagen, wenn man keine hormonellen Verhütungsmethoden benutzt. Ja, also das hatte ich eben nicht. Ich habe einen natürlichen Zyklus sozusagen. Das heißt, mein Körper macht einfach hormonelle Schwankungen durch. Ja. Und allein diese ganzen Infos, die waren irgendwie neu für mich. Und ich war so ein bisschen schockiert, weil ich mir so dachte, okay, ich bin jetzt 30 und ich höre so Sachen zum ersten Mal. Ja, es hat dann für mich total viel Sinn gemacht, was ich da gelesen habe. Also so, dass ich angefangen habe, meinen Zyklus wirklich mal ganz genau zu tracken. Weil vorher war das eigentlich einfach so, okay, ja, ich habe halt einen Zyklus und boah, nee, ich habe gar keinen Bock, wenn meine Tage irgendwie auf ein Rennen fallen, weil es einfach blöd ist, wenn du irgendwie blutest und du musst da irgendwie einen Ironman machen. Aber mehr Achtsamkeit habe ich dem Ganzen eigentlich nicht geschenkt. Also weder war mir bewusst, dass es eigentlich ein mega Gesundheitszeichen ist, also dass es auch ein Zeichen ist, wenn der funktioniert, dass ich gesund bin, dass ich quasi das gut hinbekomme, mich zu fordern, aber nicht überfordern, dass ich meine Einheiten oder mich generell genügend ernähre, dass ich da nicht irgendwie ins Defizit komme. Und als ich das alles verstanden habe, habe ich mir gedacht, okay, geil, also eigentlich kann ich das richtig für mich nutzen, um einfach vielleicht auch noch mehr rauszuholen. Deutlich mehr rausholen ließe sich übrigens auch aus dem Thema Training mit dem Zyklus. Laura ist hier wirklich eine wandelnde Expertin und kennt sich so gut aus, dass ich Lust hätte, ein eigenes Video zu diesem Thema mit ihr zu machen. Ihr auch? Dann lasst mich das gerne in der Kommentarspalte wissen. Für den Zeitpunkt müssen die Trainingswissenschaften allerdings erstmal warten, denn für Laura standen noch einige Radintervalle auf dem Programm. Radfahren schon die beste Sportart von den drei, oder? Ja, Laufen ist schon richtig geil, weil es so einfach ist. Ja. Brauchst halt nur ein paar Laufschuhe. Das stimmt. Aber Radfahren ist schon natürlich mit einer der schönsten Bewegungsformen. Vor allem, um die Welt zu entdecken. Ja? Du kommst halt rum und ja, wenn du gute Beine hast, ist auf jeden Fall auch mit einer meiner Lieblingsdisziplinen. Kennst du irgendeinen Triathleten, eine Triathletin, die sagen, Schwimmen ist meine große Leidenschaft? Auf jeden Fall, und es werden immer mehr, weil früher war es so, dass Triathleten eigentlich nicht schwimmen konnten, sondern die waren eigentlich immer starke Radfahrer und Läufer. Und jetzt kommen sehr viele vom Schwimmen zum Triathlon. Und die haben natürlich eine absolute Schwimmstärke, nutzen die dann auch, um gleich mal vorneweg zu sein. Und ich denke schon, dass die sagen würden, Schwimmen ist meine Lieblingsdisziplin. Mein Also ich meine, ich kann überhaupt nicht schwimmen, aber trotzdem ist es so, dass ich sowohl nach Schwimm- als auch nach Radeinheiten nie so fertig bin wie nach Laufeinheiten. Ändert sich das irgendwann, wenn man ein paar tausend Kilometer in den Beinen hat, oder bleibt das einfach so, weil es für den Gesamtorganismus einfach so belastend ist? Ja, ich denke, ein Stück weit bleibt es. Okay. Vor allem, weil du ja wahrscheinlich auch schneller wirst und so. Ja. Und der Impact ist einfach so riesig. Du hast halt ein Mehrfaches von deinem Körpergewicht, was auf das ganze System wirkt. Ja. Das spürst du dann sozusagen in den Knochen. Und ich meine, also am leichtesten, würde ich sagen, fühle ich mich nach einer Schwimmeinheit.
Da wirst du ja vom Wasserdruck so ein bisschen Lymphdrainagemäßig ausgedrückt. Also da fühlt man sich eigentlich richtig gut. Und ja, schwere Beine vom Radfahren gibt es natürlich. Ja, alle drei Sportarten ergeben dann am Ende ein Triathlon. So viel habe ich schon mal gelernt. Und Triathlon machst du dieses Jahr, glaube ich, nur noch einen. Dafür einen ganz großen, und zwar am 12. Oktober in Kona. Weltmeisterschaften der Damen dieses Jahr nur. Wie läuft's? Vorbereitung, alles nach Plan? Was hast du dir vorgenommen? Ich glaube, bei der letzten Ausgabe warst du Vierte, ne? Mit Zeitstrafe. Ja, genau. Aber. Ja, leider. Shame on me. Weiß auch nicht, wie ich die bekommen habe. Ja, also 14. Oktober, Frauenrennen auf Hawaii, okay. Die Männer in 2 Wochen in Nizza. Nächstes Jahr andersrum. Ich muss sagen, auf Nizza freue ich mich auch schon ziemlich, weil das hat halt eine selektive Radstrecke. Oh, das ist gut für dich. Auf Hawaii ist halt Highway hoch und runter sozusagen. Darf man da Podcast hören? Weil ich glaube, da wird mir todeslangweilig werden. Nee, darfst du nicht. Schwierig. Aber ich muss sagen, ich mache das im Training auch nicht. Und deswegen bin ich das gewohnt, mich selbst zu entertainen. Okay, aber Podium ist schon wieder angepeilt. Das ist auf jeden Fall angepeilt, weil 4. Platz ist echt undankbar. Ja. Weil es ist so nah dran und dann halt doch nicht. Und vor allem, wenn man dann noch 5 Minuten in der Box steht. Ja, das war richtig übel. Vor allem war ich dadurch wirklich, weil ich es auch nicht verstanden habe, warum ich die Strafe bekommen habe. Mental raus. Mental war es echt schwer. Und ich war dann halt super einsam unterwegs und sich dann über viele Stunden halt zu pushen, ist nicht so einfach, aber ja, auch eine Erfahrung, was ich jetzt zumindest weiß, dass ich es kann. Ja. Und ja, körperlich geht es mir gut, ich habe Bock und hoffe, dass ich jetzt die nächsten Wochen einfach noch mein Training richtig gut nutzen kann. Ich werde relativ früh nach Hawaii fliegen, um mich eben an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Und dann hoffe ich, dass ich diesmal ein besseres Rennen habe. Das hoffen wir alle. Jetzt haben wir relativ viel über Pushen heute geredet. Und generell ist Triathlon ja eine Sportart, wo man einfach unfassbar hart und viel trainieren muss. Aber es wird bei dir nicht nur viel trainiert, sondern auch viel Kuchen gegessen. Das ist auch so ein bisschen dein Markenzeichen. Jeden Tag ein Stück Kuchen. Was hast du heute schon einen gegessen eigentlich? Ich muss sagen, heute war es tatsächlich leider nur ein Schokoriegel. Weil ich habe ja schwer darauf gehofft, dass ihr mir was mitbringt. Ja, das ist wirklich auch peinlich einfach. Ich habe eine, hab ich dir gerade eben schon gesagt, eine Lidl-Apfeltasche. Ganz, ganz unprätentiös auf dem Parkplatz gegessen. Nächstes Mal bringen wir dir was mit, Laura. Okay, und der Tag ist ja noch nicht vorbei, ne? Wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch was. Ja, ich bin da ganz, ganz frohen Mutes. Wenn du noch 2 Minuten Zeit für uns hast, dann halten wir gleich noch irgendwo an. Es gibt die charakteristischen Entweder-Oder-Fragen zum Abschluss. Und dann entlassen wir die Laura in ihre äußerst angenehme Intervall-Session. Sehr schön. So, auch noch mal ein bisschen Gravel zum Abschluss, aber du hast breite Reifen. Das sind ich habe Schwalbe Tubeless, da geht nichts schief. Das ist super. Und gewachste Kette. Liebe Grüße, Tobias Knauch. Ich habe schon extra für dich nachgefragt. Kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Ist schnell gemacht, schnell, kurz und schmerzlos. Laufen oder schwimmen? Laufen. Deutsch oder amerikanischer Rap? Deutscher Rap. Eiger Nordwand oder Königsstuhl? Königsstuhl. Kaffee mit Jan Frodeno oder Erdinger alkoholfrei mit Patrick Lange? Kaffee mit Jan Frodeno. Lanzarote oder Mallorca? Malle. Kaffee oder Tee? Kaffee. Eine Woche ohne Handy oder eine Woche ohne Süßigkeiten? Eine Woche ohne Süßigkeiten. Zeitfahrrad oder normales Rad? Zeitfahrrad. Mayo oder Ketchup? Ketchup. Abfahrt oder Anstieg? Das kann man nicht trennen. Okay, Erdbeer oder Schokokuchen? Schoko. Lange oder kurze Socken? Lange Socken. Massage oder Eisbad? Massage. Kai Pflaume oder Jörg Pilawa? Kai Pflaume. Ja, Laura, hast du es geschafft? Hast dich für Erdinger alkoholfrei und Kai Pflaume entschieden. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ich habe Kaffee genommen. Hast du Kaffee genommen? Ich habe Kaffee genommen. Können wir mal sehen, wie gut ich das. Und eigentlich würde ich noch gerne mit dem Wout trinken. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Also, Laura ist eher Team Wout. Wir hatten hier gerade schon eine kleinere Diskussion, deswegen wird der Dreh jetzt auch abgebrochen. Spaß beiseite. Vielen Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Gerne wieder. Vielen Dank an Whoop. Die unterstützen mich nämlich auch noch bei meinem Triathlon nächste Woche, beziehungsweise diese Woche Sonntag. Ja, ich würde sagen, die Form passt. Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Trag die richtigen Socken, dann wird es gut. Wir haben gerade schon ein kleines Geschenk bekommen. Ess noch ein Stück Kuchen vorher. Mach ich auch.
und hab vor allem Spaß. Mehr Tipps braucht man nicht. Vielen Dank, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.